wie schon der bekannte Naturwissenschaftler Darwin sagte, wenn der Wolf dich fickt, dann fickt er dich auch richtig. Dankeschön. Die Frage ist, banne ich jetzt Shaco? Will ich safe nicht Shaco haben oder gehe ich das Risiko ein, dass Aatrox dafür Urgott kriegt? Und gehe ich das Risiko ein oder gebe ich einen Haufen und nimm den Shaco? Sehr gute Wahl. Dankeschön. Gib mir den Jiban bitte. Was ist diese Meta, Mann? Was ist diese Meta? Habt ihr, erinnert euch an die Liste mit Champions, die ich aufgezählt habe, die ich gerade bannen könnte? Urgott Garen Volibear. Das spiele ich nicht hier rein, das könnt ihr vergessen. Da spiele ich sowas von überhaupt nicht hier rein. In Galio Volibear, Alter. Und ein scheiß Garen. Und Pantheon. Ich hasse die Meta, Alter. Es ist einfach alles, es wird einfach alles gespielt, was Abfuck ist für Yi. Es ist so zum Kotzen. Ich reg mich nicht über dumme Champions auf, ich reg mich über gute Champions auf, die meinen dummen Champion countern. Weil da sollte ich auch aufhören, mich zu beschweren und einfach immer Yi spielen und einfach lernen, wie ich dagegen spiele. Aber sind wir ehrlich, das wäre eine rationale Entscheidung. Und ich gebe Grenzen. Was willst du mir sagen, Onoprikon? Um wie viele Buchstaben möchtest du doppelt einsetzen? Was willst du mir sagen? Er hat sich so angehört. Also erstens, ist das weit davon entfernt? Und zweitens, mach nur das B doppelt. Wie du das Wort geschrieben hast, Alter. An den friedlichen Tagen im Summoner's Rift kann der kundige Sucher manchmal einen Blick auf etwas Faszinierendes erhaschen. Zwischen all den Bäumen, Wesen und vielen anderen bestaunenswerten Dingen, die es im Dschungel des Rifts gibt, taucht manchmal ein wilder Wolf auf. Warwick wird er genannt von den Einheimischen. Spitze Zähne, langer Schwanz, hinten sowie vorne. Generell ein recht furchteinflößendes Wesen. Einheimische verehren ihn aufgrund seiner Mobilität, seinem immensen Einfluss auf sein direktes Umfeld und vor allem sein gottgleiches Erscheinungsbild. Den Wolf zu unterschätzen, ist jedoch ein fataler Fehler. Vor allem durch eines zeichnet er sich aus. Blitzschnelle Bewegung. Ein furchtbares Graulen. Schlechte Präzision. Und frühe Kills. Wahrlich bedrohlich. Im Folgenden haben wir nur für unsere Zuschauer exklusiv Live-Geräusche aus nächster Nähe eines Wolfes aufzeichnen können. Fuck, meine Kamera hängt falsch. Einheimische berichten, dass der Wolf leicht mit einem Affen zu verwechseln sei. Sämtliche Einheimische haben aber auch eine Kuh von 20. Von daher weiß ich nicht, ob man diesen Aussagen unbedingt glauben sollte. Das wird mich belasten. Bleiben Sie heute hier, um mehr über das beeindruckende Tier zu erfahren und warum es eigentlich so stark ist. Wie schon der bekannte Naturwissenschaftler Darwin sagte, wenn der Wolf dich fickt, dann fickt er dich auch richtig. Dankeschön.
Hey, was geht? Scheiß Bär, verpiss dich, ich bin Wolf. Ja, ja, den hab ich. Den hab ich. Ja, den hab ich auch noch. Das war ein Wolf, der ein paar Dosen Methamphetamine zu viel eingeatmet hat in dem Versteck, das im Wald ist. Oh, ich stehe 5-1. Was? Kann man Methamphetamine überhaupt einatmen? Keine Ahnung. Keiner macht den Drogen, Leute. Warte mal, gehe ich eigentlich gerade auf das hier? Mein Gott, doch Divine Thunderer erstmal, ich Vollidiot. Egal. Ui. Da hätte ich Bock zu ulten, ehrlich gesagt. Ist schwierig, though. Jetzt ist er wieder über Half-Life. Mein Leben ist traurig. Boah, hat er den Passivprop nicht bekommen? Vielleicht hätte ich hätte wahrscheinlich dodgen sollen, ne? Ja, zwar nach. Ja, ich hätte ins Gebüsch ziehen sollen. Ich war aber so verwundert, dass ich den so easy wegmache. Like, holy fuck. Guter Dodge. Boah, den hätte ich ulten können, actually. Botlane? Scheiße, hätte ich früher ulten müssen, wirklich? Holy fuck. Das erinnert mich an einen meiner Lieblingskommentare unter meinen Videos. Unter dem. Schaffe ich es im 100.000 Euro Valorant Charity Turnier nicht zu enden Video? War irgendeine Game entscheidende Runde. Ich glaube im ersten Game 3 halt spielentscheidend. Wir halten auf Ascent, B-Spot, Afterplant und dort Empty damals sagt so, den Randomly, also nicht Randomly, dass er den Community-Mitglied das mitgenommen hatte. So, okay Leute, Passe spielen. Zurückbleiben und wir bleiben alle dahinter und er rennt auf den Spot rauf, stirbt instant, während er wegläuft und Kommentar dazu ist einfach nur ein Video. Dort empty, Leute auf dem Spot bleiben, passiv spielen, auch dort empty, steigt in den AMG und fährt durch. Bekecke ich mich jedes Mal wieder, ist überhaupt nicht witzig, wenn ich das so nacherzähle, aber ist verdammt witzig, wenn man es liest. Den mache ich, oder? Ja, ich sollte das vermutlich ein bisschen mehr tragen, das Game, und ein bisschen weniger hinten, wa? Mein Stats? Nur so ein Gedanke. Warum genau nur bis Level 3, weiß ich auch nicht. Ich glaube, man hat irgendwann mal universell einfach akzeptiert, dass Level 3 W, Attack Speed und so weiter genug ist. Was passiert hier? Hey. Scheiße. Nice. Dann willst du vielleicht deine Lane farmen und nicht meinen Jungle. Auch nur so ein Gedanke. Entweder kriegt Jana jetzt auf die Fresse? Oder wir? Nice, Alistair. Ah, ich sollte, glaube ich, echt. Obwohl, nee, sie muss helfen, komm. Sie muss helfen, den Fight müssen wir gewinnen. Sonst sind die in unserer Base. Oh! Damage, ey, holy fuck, ich bin noch gar nicht reingekommen. Ich hätte flashen müssen. Ja, das war dann wohl unsere Base, perfekt. Für das Game, das ist jetzt noch, das ist 15 Minuten nach unserem Spiel aussah und jetzt einfach weg ist. Ich bin da ab für den Stil. Ich werde mein Bestes geben. Sie brechen den echt ab. Hm. Annoying. Vayne ist hinter denen, das ist nicht so gut. Ja, sobald er jetzt unter Half-Life ist, schätze ich den halt kaputt. Trotzdem weirder Move. Das war actually insane. Bro, wait, du bist alleine hier, oder? Nee, der Drake ist ab. Yep. Ich vor 10 Sekunden, das ist ein Bait. Ich jetzt? Ja, Leute, wir müssen langsam irgendwie was machen. Wieso gehen die jetzt Topside? Baron braucht noch eine halbe Ewigkeit. Ist aber gut, dass wir unseren Baron auf jeden Fall einfach gar nicht genutzt haben. Was ist das hier unten? Das sieht mir ehrlich gesagt nach einem ziemlichen Pick aus. Ja, das sind zwei Picks.
Zombies. Renn doch bitte. Wieso bin ich so lahm, Alter? Ja, Leute, das ist ziemlich festgefahren, das Game, ehrlich gesagt. Ist das billig? Wir kriegen den nicht mal die Hand. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so bad mit deren Team. Holy fuck, die haben ja 3 Tanks. Wie kann das sein, dass der Urgott eben eigentlich 10-0 geht, gefühlt, und jetzt intet er das komplett runter gegen wir? Oh no. Was war das denn? Ja, das war ein tolles Game, das hat mega viel Spaß gemacht. Das Arte-Dokumentationsteam wurde überraschend von dem Wolf gefickt und kann die Dokumentation leider nicht weiterführen. Wir freuen uns trotzdem, dass sie zugeguckt haben. Ich hasse alles.